Mein Ziel ist es, Olympiasieger zu werden. Man quält sich aufs Wasser jeden Tag. Jeder möchte in den Doppelvierer, jeder möchte in den Doppelzweier. Wir haben 7 Plätze eben zur Verfügung. Ich krieg keine Luft. Ich habe vor 2 Jahren ungefähr mit dem Ruder angefangen. Wäre ich jetzt hier Single-Typ alleine in meiner Wohnung, ich glaube, ich wäre nicht glücklich. Geschenkt wird einem, glaube ich, nie wirklich was im Leben. In einem Monat fangen die Klausuren an. Muss noch ein bisschen was nachholen jetzt. Ich bin kaum zu Hause, von mir eigentlich aus Koblenz und meine Frau sitzt zu Hause. Trotz der Konkurrenz, die sie untereinander haben, finde ich, ist insgesamt eine gute Stimmung. Ja, ohne Spaß ist es einfach nicht so das Wahre für mich. Weltmeister gibt es viele, aber Olympiasieger gibt es nur ganz wenige. Die Olympia-Qualifikation zu holen, das ist das oberste Ziel. Ich merke, dass ich das erste Mal in meinem Leben alles auf eine Karte setze. Jeder muss erstmal für sich alleine kämpfen und mir ist es total egal, was die anderen jetzt sagen. Körperlich bin ich ihm weit überlegen. Ich weiß nicht, was er da noch drauf zu setzen hat. Zeidler ist ein Sechser im Lotto. Ich sollte niemand sein, mit dem man nicht rechnet. Sicher sein kann sich da einfach niemand.